Ja, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum zweiten Spieltag der National Pokémon Battle League. Unser Team sieht wie folgt aus. Wir haben Alola Volona dabei, Bisaflor Mega, Victini, Alola Slimog, Dementeros und unser Empoleon. Wir sind heute gegen die Fireworks dran. Ich bin ein bisschen nervös wie sonst auch. Keine Ahnung, ich glaube, das wird sich bestimmt erst so ab dem 5. oder 6. Spieltag erst, glaube ich, beruhigen auf meiner Seite. Ja, wir spielen jetzt gegen den lieben Tom mit seinem Team. Keine Ahnung, was er spielen wird. Keine Ahnung, was er dabei hat. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Ich tendiere so zu ein paar Pokémon, aber die er dabei hat. Also ich denke mal, Kaperiki ist relativ safe, dass er es war. Knogger ist relativ gut gegen mich. Nidoking, Suicune hat er wahrscheinlich dabei. Mega Gyarados wird er vielleicht mitnehmen. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und Maxas denke ich auch. Aber auch da tendiere ich zu, ja, nein. Okay. Bitte wähle die Pokémon aus, die mitgenommen werden sollen. Ich muss noch einmal Good Luck erfahren. So. X-Bad ist dabei. Echner toll. Eigentlich lol. Fast genau das, was ich mir gedacht habe. Bis auf Alola Knocker. Lol. Hätte ich echt nicht gedacht. Okay. Dann schreibe ich schreibe mir das jetzt auf, ohne Witz. Zack, da habt ihr den Zettel gehört. Und ich habe zwei Ideen, was er liegen kann. Und es ist auf jeden Fall cool, weil er hat keinen Tarnsteinbringer außer Nidoking, wenn er Tarnsteine spielt. Die Frage ist nur, was Lidl, ja. Ich kann eigentlich relativ safe mit meinen Whitebeard leaden. Ja. Mache ich auch. Also mit meinen Dementeros und wechsle dann in dem Sinne raus. Weil ich denke, er wird mit Nidoking leaden. Kaporiki. Oder mit Expert. Eins von denen auf jeden Fall. Okay, probieren wir es. Good luck. Fahren habe ich ihn ja geschrieben. Ich bin immer so nervös bei solchen Battles. Ich weiß nicht wieso. Mich interessieren, wenn ich normale Wi-Fi werde. Das heißt überhaupt kein Problem. Da bin ich ganz relaxed, ne, Freunde. Aber bei solchen Sachen bin ich immer mega angespannt. Ich weiß nicht wieso. Gut, Need a Queen kommt rein. Jetzt ist die Frage, ist das ein Scarf Nidoking oder nicht? Die Frage. Ich will das jetzt wissen. Ich kalk das jetzt einfach. Ich bin zwar jetzt assig, wenn ich jetzt hier einfach nachgucke, aber ich kalk das jetzt mit. Ja. Er hat auch hundertprozentig hat er Icebeam drauf. Hundertprozentig. Also gehe ich von einfach aus. Das ist so. Ja, das ist so safe eigentlich. Aber den Vorteil, den wir haben, er weiß ja nicht, dass wir physisch sind. Deswegen heißt, ich könnte mit einem Erdbeben mega viel Damage gegen sein Team machen. Und Nidoking direkt first hin rausnehmen. Ich müsste es outspeeden, wenn es nicht Scarf ist. Wenn es nicht Scarf ist, outspeede ich es. Rein theoretisch, ne? Er könnte aber auch in X-Bad wechseln oder in Gyarados. Aber um ehrlich zu sein, ich könnte auch... Nee, ganz ehrlich, ich kann so safe Nidoking rausnehmen. Wenn er jetzt Ice Beam bringt, ist mir das eigentlich auch egal. Ich gehe auf den Erdbeben, ich bleib safe. Er geht auf den Eisstrahl. Ich habe die Beere drauf, die schwächt die Eisattacke ab und ich müsste sie jetzt tanken. Oh, das ist genau das, was ich predicted habe. Wir tanken sie und ich nehme damit Nidoking raus, oder? Please. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass er Scarf ist oder Scarf war. Aber es müsste safe ausreichen. Ja, Nidoking ist schon mal raus. Oh, hui. Hui, Scarf Nidoking. Scarf Nidoking. Alles klar, Mann. Warum? Okay, das ist schon mal nice. Nidoking ist schon mal raus. Das ist echt gut. Ein Scarfa ist immer gut rauszuhaben. Ey, ohne Witz. Ich wollte eigentlich Kaporiki damit raushändeln, rauskriegen, aber ich kann es immer noch mit Victini oder so händeln. Also von daher bin ich jetzt gar nicht so schlecht drauf. Auf jeden Fall schon mal gut. Sui kommt rein. Das ist Suicune. Das ist schon mal gut. Weil, dann kann ich noch ein bisschen Damage drauf kriegen. Ich weiß nur nicht, was das für ein Suicune ist. Das ist so mein Hauptproblem, was ich habe jetzt. Was ist das für ein Suicune?
geh auf eine Kehrtwendung und geh mein, ja, ich gehe auf eine Kehrtwende und gehe raus auf mein Visaflor. Weil er kann mir, glaube ich, mit Visaflor nichts machen. Er könnte auf mein Icebeam gehen, das könnte ich zwar tanken. Oder ich gehe auf Magellan. Wenn das wirklich jetzt ein Set ist zum Boost mit Cormine und sowas, dann muss ich auf jeden Fall in meinen Alola Slymog gehen. Weil ich habe da den Clairsmog drauf. Ja, ich mache das auch. Ich will ihn einfach jetzt gar nicht den ersten Boost kommen lassen. Gehen Alola Slymog in meinen Magellan und es ist Siedewasser. Bitte kein Burn. Bitte keinen Burn. Dankeschön. Danke, danke dafür schon mal. Gut. Er kriegt, hat er jetzt, er hat kein Überriss-Cover gekriegt. Okay, das ist schon mal nice. Könnte auch in Alola Bologna gehen. Könnte ich auch machen und dann Aurora-Schleier erstmal rausdrücken und dann mit Gefiertrockner angreifen. Aber ganz ehrlich, ich gehe in mein Visaflor rein. Weil er kann mir nichts machen. Er kann mir nichts machen. Ich wüsste nicht, was er mir machen kann. Hier mein Visaflor. Ich gehe da jetzt rein, mal gucken, was er machen wird. Weil er denkt vielleicht, ich habe da Clairsmog drauf und wird dann auch automatisch rauswechseln. Was er wechseln kann, ist dann Kaporiki, Echnatol, Garados, aber Garados kriege ich mit Mega Visaflor gehandelt. Echt nur toll. Das ist so ein Mon, das mich richtig abfuckt, weil ich weiß, das ist so eine fucking Wall. Wenn man da Pecher kann, er das ganz rausnehmen. Er wechselt wirklich raus. Ich denke mal, er ist in Queen Daria gegangen und das ist das Expert. Das ist schon mal semi-gut. Weil jetzt kann ich einen Sturzug da kriegen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht gut. Aber wie viel macht denn ein Sturzflug von einem Crobat? Crobat, wie viel machst du denn, wenn du offensiv bist gegen einen gegen ein mega bulky Venusaur. Das ist jetzt echt mal so die Frage, was sie da machen. Eigentlich kann das auch nicht viel sein, oh, der Sturzflug. Wir sind nicht modest, wir sind bold, wir sind kühn, sind wir. Und wir kriegen, Bravehead macht 60%, wenn er komplett in investiert ist. Lol, Alter, das ist richtig viel. Key. Ist nicht gut. Das ist not good. Das ist noch überhaupt nicht gut. Opfere ich jetzt schon mein Whitebeard? Ich bin eigentlich schneller als Garados. Ich kann also immer noch mal eine Steinkante drauf und wäre voll cool. X-Bab würde ich nicht outspeeden. Kaporiki würde ich nicht outspeeden. Er wird auf den Schulzug gehen. Die Frage ist, wie viel kriege ich mit Impulien? Ich muss mich jetzt echt beeilen mit den Kalken. Muss mich echt beeilen. Ich würde in den Podium gerne gehen, aber wie viel macht das? Die Frage. Beeilung, 26 Sekunden noch. Vielleicht geht er auch auf den Gift-Tip oder so, glaube ich aber nicht. Ich gehe in den Podium. Ich gehe in den Podium. In Podium tankt das, ich kann die Tarnsteine rausbringen. Schwächt sein Garados, Kaporiki und alles. Kriegt dadurch Damage und ja. Napoleon, das ist mein bester Play. Er geht auf die Kehrtwende, kriegt wieder sein Momentum. Ja, wird jetzt wahrscheinlich in Kaporiki wechseln. Tippe ich mal relativ sicher. Ja. Ach Menno, ich hätte drin bleiben können. Ich hätte so safe drin bleiben können. Aber der Sturzflug war einfach. Autsch. Autsch. Okay. Elektrofeld ist draußen. Was wir da drauf haben? Was wird er auf Kaporiki jetzt spielen? Kaporiki. Mijung, was spielst du drauf? Spielst du jetzt auch wieder die Kehrtwende oder kommt da irgendwas anderes so zustande? Ich glaube nicht, dass er eine Psychokinese drauf ist. Glaube ich nicht. Aber das Ding kann auch keine Psychokinese. Aber glaube ich, ich glaube, wenn, dann ist da Zauberschein drauf. Donnerblitz. Goldwechsel. Vielleicht, ja, also ich gehe mal ganz stark davon aus, er geht hier auf den Donnerblitz. Alles andere wäre dumm. Alles andere wäre mega dumm. Dann gehe ich mal in mein Landwest. Ich predikte jetzt einfach mal den Donnerblitz. Vielleicht ist er Specs, das wäre mega cool. Das wäre richtig cool. Er ging auf den Donnerblitz, nice, schön.
Und ich gehe jetzt einfach mal, weil ich nicht weiß, was er machen wird, wieder für die Kehrtwende. Vielleicht ist es ein dummer Play, vielleicht auch nicht. Aber wenn er Specs ist, wäre das cool. Wenn ich Erdbeben drücke, kann er halt safe in Expert und so rausgehen. Das ist dumm. Also deswegen gehe ich mal einfach auf die Kehrtwende. Ah, ich lasse jetzt. Also wenn er Specs wäre, wäre echt cool, weil das macht mein Impulium mega viel Damage. Und das würde ihn auch, also es lohnt sich auch zu spielen gegen mein Team. Aber weiß nicht. Also ich gehe einfach auf die Kehrtwende. Habe ich Momentum da, wenn er jetzt wirklich, dann zeigt er mir, dass er Specs spielt. Er geht auf Zauberschein, okay. Okay. Er geht auf den Zauberschein. Hui, 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 hui. So, damit verliere ich leider Gottes mein... mein Kapuriki, mein Dementeros. in was gehe ich jetzt? Kaputo, gehe ich in meinen Bisaflor? Oder gehe ich in meinen Magellan? Ich kann eigentlich in Magellan gehen und safe auf den Abschlag drücken. Eigentlich, ja. Weil was soll er mir machen? Was soll sein Kaburiki mir machen? Den Z-Move trägt eh Maxas, also von daher kann ich da nichts befürchten. Und Kaburiki kann mir sonst... Ne, eigentlich kann es mir nichts machen, außer einen Donnerblitz oder sowas draufhauen. Und ich kann auf den Abschlag gehen, dann kommt zumindest, wenn da Corbett reinhauen, hau ich Corbett das Item weg. Das ist also eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee. Ja, machen wir auch. Nehmen wir an, nehmen wir, machen wir. Alola Slimer Kai. So. Ich gehe für einen Abschlag, weil ich einfach deinen Switch predikte. In Suicune oder Quobert. Eins von beiden. Weil du Panik hast vor dem Gift-Heap. Er geht auf die Kehrtwende. Oh, Gott sei Dank. Schöne Sache. Okay, gut zu wissen. Er macht da schon mal Donnerblitz. Also Zauberschein hat er drauf. Standard Kapuriki eigentlich. So sieht es dann aus. Zauberschein. Kehrtwende. Expert hat er auch Kehrtwende gehabt. Und Donnerblitz hat er drauf. So, Expert kommt wieder rein. Nice, das macht guten Damage. Wir nehmen uns das Item Giftschleim, nehmen wir weg. Perfekt, schöne Sache. Perfekt, schön. Ich wechsle dann wieder in meinen Empoleon raus, weil das ist für mich ein Safe-Switch. Er kann mir eh nichts machen. Er spielt vielleicht Ruhe oder sowas drauf. Könnte auch sein, dass er ein Wahl-Bandit X-Bad spielt. Aber warum? Wurzflug oder nicht? Wie viel Damage? Also es müsste nur, es ungefähr Ruheort, okay. Ruheort. Okay, nice. Ruheort spielt er drauf. Mein liebes Empoleon ist wieder voll. Elektrofeld ist draußen. Bleibe safe. Ich habe jetzt auf jeden Fall für mich wieder was Gutes da. Die Frage, bringe ich jetzt die Tarnsteine raus? Oder gehe ich auf ein Siedewasser und bleib safe? Er kann eigentlich nur in Suicune oder sowas reinwechseln. Ich gehe auf ein Siedewasser. Vielleicht kriege ich den Burn. Vielleicht geht er auch auf Kaporiki wieder raus. Ich hasse das, ey. Aber ich bin so ein bisschen relaxed heute. Also es geht ganz normal. Also ich tippe mal, er wird in Suicune gehen. Tarnsteine könnte ich rausbringen und dann auf den Brüller gehen. Bloß, das brauche ich noch ein Zeichen. Ich kann gleich automatisch drin bleiben mit gegen Dings, weil dann bleibe ich weiter safe auf Siedewasser. Auflocker habe ich ganz umsonst drauf getan. Ich habe echt gedacht, er wird Tarnsteine spielen, aber da Nidoking schon weg ist, hat er einfach nirgends Tarnsteine drauf. Also ich muss eigentlich meine Tarnsteine jetzt mal rauskriegen in dem Turn, weil das einfach gut ist. Frage ist nur, was würde er denken? Er hat gesehen, dass ich Überreste spiele. Das heißt, er weiß, ich spiele ein Defensives. Hier, lol, er wechselt so raus und geht nicht auf eine Kehrtwende. Dann hat er Angst. Dann kommt... Garados kommt rein. Bitte den Burn. Das wäre mega, mega, mega kacke für ihn. Aber das wäre richtig gut für uns. Es tut mir dann mega leid, wenn das passieren sollte. Bitte, bitte. Oh, es tut mir leid, Dom. Es tut mir leid. Das ist jetzt mega gut für uns, aber... Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich weiß, es ist, also ich immer, wenn man sowas kriegt, aber... Gut, ich gehe in meinen Visa-Floor und dann kann ich endlich megern. Dann kann ich endlich megern. Dann bin ich safe. Weil er kann mir nicht er kann mir nichts machen. Er kann nur noch sein Garados wegschmeißen. Eigentlich in dem Sinne. Und ich muss gucken, dass ich irgendwie Alola Volona reinkriege. Ja. Muss gucken, dass ich Alola Volona reinkriege für Aurora Schlei, damit ich safe noch mal ein paar Turns drin bleiben kann oder bei ein paar Hits.
die ich dann auch tanke. So. Er geht auf den D-Dance. Okay, D-Dance, D-Dance Garados. Okay. Aber ich mache Garados, ich glaube, mit einer Matschbombe, weil ich gekalkt hätte. Ich glaube, um die 40% fast. Also von daher kann ich ihn two-hitten jetzt mit der Verbrennung. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal in die Mega-Entwicklung. Gehe auf meine Edelsamen, weil er könnte ja auch drin bleiben. Kriege dann nochmal ein bisschen Recover. Und danach gehe ich auf eine Matschbombe, weil dann sollte es auch schon fast ausreichen. Ich hoffe aber nur, meine Edelsamen treffen. Vielleicht wechselt er auch hart raus. Kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen. Das wäre mega, 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 mega unwahrscheinlich. Jetzt kommt gleich irgendwie, weiß ich, kann Garados überhaupt eine Flugattacke? Fliegen kann das doch, oder? Nee, kann das fliegen? Kann Garados überhaupt fliegen lernen? Weiß ich gerade gar nicht. Garados. Weiß gar nicht, kann das fliegen lernen? Kann Garados fliegen lernen? Orkan kann es lernen, das weiß ich. Aber das ist eine spezielle Attacke. Weiß gar nicht, ob das fliegen lernen kann. Sprungfeder kann es, glaube ich, auch erlernen, aber das ist so... Nee. Also ich glaube, ich weiß nicht, was er spielen sollte. Ich spiele nochmal einen Drachentanz, okay. Er will jetzt wieder auf Normalwerte sein und dann wird er gleich in die Mega gehen, oder? Er wird dann versuchen, gleich zu Megan. Und wird dann Mega-Garados spielen. Oh, es trifft Connected. Schön, 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 schön. Auch wenn er jetzt wieder Normalwerte hat, dürfte das nicht viel machen. Dürfte nicht viel machen. Die Frage ist nur... So, und ich müsste es jetzt mit einer Matschbombe ausnehmen dürfen. Können. Oder sollen, halt. Mäßig, wenn, dann müsste er jetzt auf jeden Fall in dem Turn dann sterben. Ich weiß es nicht, was er macht. Wenn er jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ein Erdbeben hat und das kürzt mich weg, dann bin ich richtig RIP gegen Garados. Überbrückung kommt. Ich weiß nicht, was kommt. Knirscher. Okay, das müsste 50% ungefähr machen. Ja, gar, okay, das geht. Nice, kann ich mit leben. Okay, ich hätte auch auf die Synthese gehen können. Und das werde ich im nächsten Turn machen. Oder ich wechsle halt nochmal raus. Könnte ich auch mal... Nein, ich gehe einfach auf die Synthese und dann heile ich mich wieder hoch. Ja, ich gehe auf die Synthese. Ich gehe auf die Synthese, dann bleibe ich safe, kann mich wieder hochheilen. Garados ist schon mal raus. Das ist auch gut. Solange ich mein... Okay, er wechselt raus. Auf was? Zwiekun, Queen Daria. Okay, nice. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Tarnsteine rauskriege. Irgendwie noch, ich muss diese Tarnsteine rauskriegen. Okay. So, wir sind wieder voll. Den Brave Pad wollen wir, wie gesagt, nicht von Queen Daria tanken. Das heißt, ich gehe wieder in mein Empoleon rein. Möchte ihn, wie gesagt, nicht fressen. Deswegen ab ins Empoleon. Ich muss eigentlich nur noch dieses Queen Daria rauskriegen. Dann bin ich eigentlich mega, mega safe. Und dann muss ich jetzt erstmal, wenn er nicht auf Cat, wenn er jetzt gegangen ist, muss ich unbedingt... Okay, er läuft auf Stufzug. Nice, den tanken wir. Gehe ich jetzt safe auf die Tarnsteine. Ich muss jetzt erstmal die Tarnsteine rauskriegen, dass er Garados nicht mehr reinbringen kann. Ich muss die Tarnsteine jetzt erstmal rauskriegen. Das ist so als Prio Nummer 1, auch für Kaburiki nochmal. So. Ich muss die Tarnsteine rauskriegen, Freunde. Das ist mega wichtig einfach. Okay, wir gehen jetzt auf den Tarnsteine. Er geht auf die Catfan. Er wird... Ich weiß, Garados wird er nicht reinholen. Er wird wahrscheinlich jetzt in Suicune gehen. Das ist mega gut. Dann kann ich auf den Brüller gehen. Ja. Also von daher bin ich dann eigentlich relativ... Oh. Oh, ich bin froh dann. Ganz froh. Nee, er geht in Kaburiki. Okay, nice. Nice. Das ist auch okay. Das kann... Oder kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Ja, kann ich safe mitleben. Frage ist nur, was würde er jetzt machen? Er wird wahrscheinlich auf den Donnerblitz gehen wollen. Aber ich kann den Donnerblitz jetzt nicht mehr abfangen. Außer mit Slimog. Brauche ich Slimog noch? Ja, gegen Echnatoll mit Abschlag und sowas brauche ich auf jeden Fall Slimog noch einmal. Und weil ich halt mit ein bisschen Glück vergiften kann. Kaburiki, wie viel macht das auf Victini? Jetzt muss ich jetzt schnell kalken. Victini, wie viel würdest du tanken? So ein Zauberstein, Donnerblitz und Victini. Kapu... Oh, ich ohne Witz diese Kapu-Toro-Dinger, ne? Kapu... Tapu Bullo und Tapu... Oh. Ein Standard. Thunderbolt, Hidden Power ist das... Also nicht. Macht einfach noch 70% und er speedet mich einfach safe.
Alola Slime, auf wie viel kriege ich denn von dir? Oder wie viel kriegst du denn an Damage? 43 Sekunden noch und es tut mir so leid, aber ich kalke jetzt wirklich vieles nach, weil ich es einfach durchhaben möchte oder safe machen möchte. Weiß nicht, Thunderbolt macht 40%. Macht es. Wenn es Intimidate ist, wenn es mäßig ist, auch 50, aber das müsste ich tanken, aber okay, ich tanke gar keine 2 Hits. Ich gehe auf meinen dieser Floor, dieser Tor sollte einen Donnerblitz tanken. Ich weiß nicht, wie viel das macht. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich muss lügen, also wirklich, da habe ich. Kabriki habe ich eigentlich noch mit, wirklich mit große Panik, will ich jetzt nicht sagen, aber Respekt. Ich habe da echt Respekt vor. Wir haben gesehen, Donnerblitz, Kehrtwende, Zauberschein. Heißt, ich kann jetzt eigentlich safe wieder auf ein paar Edelsamen gehen, weil er wahrscheinlich rauswechseln wird, weil er die Matschbombe nicht mehr haben will. Außer, nee, ich gehe auf die Matschbombe, weil wenn er jetzt Quovert reinwechseln sollte. Nee, ich gehe auf die Edelsamen. Ich will safe sein. Er wechselt hart raus. Okay, ich verstehe nicht, warum er nicht auf Kehrtwende geht. Er hat den ja draußen. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen gerade, wo ich mir denke, hä, kann eigentlich nicht. Krieg ich erstmal Tarnstein-Damage? Nice, schön. Edelsamen treffen, perfekt, schön. Krieg wieder ein bisschen Damage drauf. Und jetzt ist die Frage. Ich brauche es bei Full Life so full wie möglich eigentlich. Hier muss eigentlich rauswechseln, weil ich brauche mein Bisaflor so voll wie möglich, weil ich es immer gegen Kaporiki reinwechseln kann. Komm, Sturzug, den fressen wir. Schön. Okay, perfekt. Es ist gerade immer nur so ein Hin- und Her-Switchen. Alter, Freunde. Denken wir die ganze Zeit, oder nicht? Sturzflug. Warum schreibe ich einen Sturzflug? Okay, wir haben Überreste Recover. Edelsam Recover. Er kann mir eigentlich nicht viel machen. Ich habe die Tarnsteine jetzt draußen bei ihm. Das ist schon mal gut. Ich gehe wieder auf den Siedewasser. Er kann Garados nicht mehr reinwechseln. Er kann nur in Suicune reinwechseln. Oder er bleibt drin und geht auf Ruheort. Oder geht Kaporiki rein. Also von daher, ich bleib safe, gehe auf den Siedewasser. Er geht auf eine Kehrtwende. Für mich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob er jetzt Kaporiki reinbringt. Ich denke ja. Ich hätte das jetzt auch overpredicten können und wäre in Suicune gegangen, aber halt die Kehrtwende hätte ihm wieder den Momentum gegeben. Also von daher ist das wieder kacke gewesen. Also drinbleiben ist eigentlich ganz gut. Valhalla kommt wieder rein. Kriegt jetzt erstmal Tarnstein-Damage, Gott sei Dank. Endlich mal. Jetzt kann es zum Beispiel kein Sash mehr haben. Es kann wirklich ein Specs oder sowas sein. Oder noch. In Scarf ist es auf jeden Fall nicht. Nidoking hat mich ja outspeedet, aber Specs Kaporiki könnte es sein, weil sonst würde er nicht nach einem Donnerblitz hart rauswechseln, die Möglichkeit. Und das gleiche ist bei X-Bad. X-Bad ist vielleicht Wahlbandit. Sonst würde er auch nicht da so rauswechseln. Ich dachte, jetzt würde er predikten, dass ich wieder im Bisaflor gehe. Das ist die Frage. Es ist Elektrofeld. Elektrofeld ist weg. Würde er jetzt auf den Zauberschein gegangen sein? Mein Zauberschein dürfte mir auch nicht viel machen. Nee, eigentlich gar nicht so viel. Ein Zauberschein dürfte von mir fast gar nichts machen. Ich ganz ehrlich, wenn er auf die Kehrtwende geht, ist okay, wenn nicht, dann, ich wechsle einfach nur hin und her. Es ist für mich ja Tarnstein, oder für ihn Tarnstein-Damage, den er bekommt. Von daher ist mir egal. Ich bleib safe, gehe hier auf Bisaflor. Was soll er machen? Ein Zauberschein hat er jetzt vielleicht gedrückt. Okay, er geht auf die Kehrtwende. Ja, dann wechselt er jetzt, Robert wieder rein. Soll er. Aber er kann nicht mehr so auf Kaporiki reinwechseln, weil irgendwann ist bei Kaporiki Schluss. Außer, er kommt jetzt mit dem best Move ever und hat, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Geht er jetzt auf den Sturzug oder nicht? Ich bleib safe. Ich bleibe safe. Ich gehe wieder in mein Empoleon rein. Das sind beide Motten. Die werden einfach beide sauber gewollt. Er wird vielleicht einen Ruhrort jetzt klicken. Das ist mir auch egal. Kann er machen.
Er kann mir aber nichts machen. Das heißt, wenn er jetzt wieder rauswechselt oder drin bleibt, kriegt er ein Siedewasser ab. Er kann von Kaporiki, kriegt er jetzt im Prinzip, wenn er reinwechselt, wird Kaporiki sterben. Ich bin hier einfach mit meinem Hard Pirate mega safe gerade. Alter, das ist mega gut. Und für die Freunde, die euch jetzt wundern, warum das Hard Pirate heißt, ganz einfach, weil in der Herzpiratenbande bei Law gibt es einen Charakter, der ist Pinguin. Also ich hoffe, ihr versteht. Ich wollte nicht einfach Pinguin nennen, sondern deswegen Hard Pirate. Hard Pirate, so. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, das Problem ist aber, ich kriege immer mehr Ship Damage mit Bisaflor. Und ich muss echt aufpassen, dass ich Bisaflor wirklich bei Full Life wie möglich hände, weil ich muss Suicune da noch ein bisschen mit Hände mit Giga Drain, kann ich machen. Ich hoffe, das ist kein Core Mindset. Dafür habe ich aber immer noch Empoleon dabei oder Slimog mit Clash Smog und sowas, damit mir das nicht passiert. Und Echnatoll ist genauso. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht einmal bis jetzt in Echnatoll raus switcht, weil das ist halt auch so eine Wall, die er haben kann. Aber Echnatoll ist halt nur, ja, Erholung wahrscheinlich oder sowas, wir da drauf spielen, was anderes. Lohnt sich bei Echnatoll auch nicht wirklich. Mann! Komm schon. Komm schon, it's die. Idis. Please! Will aus. Es ist ein Hin und Her die ganze Zeit. Er überlegt jetzt, was wird er machen, was wird er nicht machen. Hat er noch irgendwas geschrieben? Nicht, dass ich mich jetzt verguckt habe. Nee, er hat noch nichts geschrieben. Er wird mich hassen, Alter. Er wird mich einfach hassen. Ihr müsst übrigens wissen, das habe ich wahrscheinlich auch am Anfang des Videos gesagt, der Verlierer von uns beiden, wir haben eine Wette gemacht, der Verlierer von uns beiden muss Boku no Pico gucken. Das habe ich jetzt wahrscheinlich so am Anfang eben schon eingeblendet oder gesagt oder getan, wie auch immer. So, er geht raus. Gyarados kann er nicht mehr reinwechseln, stirbt ein Tarnsteiner. Das heißt, er hat da einfach nur ein Safe hören in dem Sinne. Oder er geht jetzt ins Suicune, kriegt Tarnstein-Damage und im schlimmsten Fall, was für mich richtig kacke wäre, ist, wenn er hier den Burn kriegt, was richtig kacke wäre. Weil es da, Suicune darf nicht den Burn kriegen. Es darf es nicht. Ich muss das Ding vergiften im besten Falle, weil das auch so eine verdammte Wall ist, die mich immer abfuckt. Außer natürlich, es ist ein Erholungsset, dann ist es eh egal, dann nehme ich das so safe raus. Ja, ich wechsle raus, gehe in mein Alula Volona und bringe jetzt erstmal einen Aurora-Schleier raus. Er geht jetzt eh wieder auf dem Siedewasser. Und ich kann jetzt endlich mal Alola Volona reinbringen, mir einen Aurora-Schleier auslegen und dann mit Bisaflor versuchen, so gut es geht drin zu bleiben. Dann werde ich auch noch einen Sturzug safe tanken, kann auf eine Matschbombe nochmal gehen. Und dann sollte das Game ziemlich gut für uns dastehen. Sollte. Sollte. Aber ich hoffe so sehr, dass er nicht Ruhe-Out auf Kaporiki spielt, ey. Er kann eigentlich keinen Bandit X-Bad spielen, weil er Ruhe-Out spielt, fällt mir gerade ein. Lol. Da war ja was. Er spielt Kormite, als ob. Ich hab's mir gedacht. Ich wusste es. Ich hab's mir so gedacht, dass er das machen wird. Ich hasse dich dafür. Ich hasse dich dafür jetzt schon. Ich gehe so safe auf den. Ich weiß nicht, wie viel machen Gefriertrockner jetzt schon. Macht das viel? Ich hoffe ja. Dann wird er gleich auch Erholung oder sowas haben. Ich gehe auf den Gefriertrockner, Alter. Ich wusste, ich hab da so safe mit gerechnet, dass dieses Set kommen wird. Ich muss also gleich ins Slimog gehen auf den Clairsmog oder so. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwie nochmal links gedrückt hat oder... Es reicht sogar aus. Es war kein Quit, oder? Och lol, das tut mir mega leid. Das tut mir mega leid. Oh lol, nein. Oh lol. Wie viel... warte, ich krieg das nach. Das will ich wissen, ob das gemattert hat. Ninetales. Alola-Form. Auraswild. Sweetporter. Meins ist aber offensiv. Gegen Suicune. Hat das 50% vielleicht noch. Suicune, kaum mein Protect-Set. Also mein Freeze-Dry macht 40%. Er war ein bisschen mehr. Das heißt, es hat gemattert, weil sonst hätte es nicht ausgereicht. Wäre er jetzt wieder für den Core-Mind gegangen, in dem Turn, wäre dann bei plus 2 gewesen. Also er wäre ja bei plus 1 gewesen. Wäre dann bei plus, plus 2. Dann hätte ich 20% noch gemacht. Also es hätte wahrscheinlich mit Hagel etc. eh dann ausgereicht. Ich bleib safe. Empoleon, rein mit dir. Ja. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Tom. Also, wärst du jetzt in dem Turn, ich weiß nicht, das kannst du mir mal, das frage ich bestimmt gleich noch nach, aber das kannst du mir auch in die Kommentare schreiben. Wenn du für, Command gegangen bist, hätte ich dich im nächsten Turn rausnehmen können mit Hagel und sowas. Das hätte dann gereicht. Wenn es halt nicht der Fall gewesen ist, dann, und du auf eine Erholung gegangen wärst, hätte ich Probleme gekriegt vielleicht. Aber dann wäre ich halt in Slimog gegangen und dann hätte ich halt da auf den Clairsmog und sowas gehen können, ne? Also, Siedewasser.
Ich bleibe jetzt safe. Ich brauche jetzt nicht mehr so viel Predicten. Suicune ist raus, das Mon, was mich mega wallt. Er kann nicht mehr viel reinwechseln. Er geht jetzt vielleicht eh gleich wieder auf eine Kehrtwende. Ich hätte jetzt auch auf den Brüller drücken können, drin bleiben können. Er geht jetzt aber eh wieder auf die Kehrtwende. Wird vielleicht Echnatoll reinholen. Gyarados stirbt, wenn das reinkommt, an den Tarnstein. Kaburiki würde jetzt automatisch sterben. Das heißt, er kann nur in Echnatoll gehen. Er kann nur in Echnatoll. Ja. Ja, kommt rein. Das ist Gyarados. Ciao, Gyarados. So. Aber damit hat zumindest, man muss sagen, Zoe einen Kill gemacht. Zoe, ich finde das gut. So. Er hat noch X-Bad. Kaporiki. Er wird jetzt in Kaporiki gehen und versuchen, mit Donnerblitz mich rausnehmen zu wollen. Brauche Empoleon unbedingt gegen X-Bad. Da komme ich nicht drum rum. Das heißt, ich muss jetzt eh gleich wieder in Bisaflor gehen. Ansonsten habe ich hier mega, mega Probleme. Kann sonst nichts machen. Gut, dass ich mich zumindest echt darauf vorbereitet habe, auf Cormine Suicune. Ich habe mich echt darauf vorbereitet, weil ich das wusste. Ich wollte sogar, ganz ehrlich, Freunde, ich wollte Psycho plus Alola, also Volona spielen, weil ich mir gedacht habe, okay, was wir da machen, er wird wahrscheinlich irgendwie sowas spielen wollen mit Abfuck oder so, ne? Dachte ich mir so, ja. Also, ihr wisst, wie ich das meine. Dann dachte ich so, Suicune, und dann habe ich gesehen, Alola, Volona kann Psycho Plus, dann lässt du den erstmal hochboosten und dann holst du dir einfach nachher einen plus 5 Boost ab und dann gehst du durch sein Team. Wäre richtig cool gewesen, aber naja. Jetzt ist die Frage, was wird Echnatoll jetzt machen? Echnatoll, was machst du? Bitte sag es mir. Was wirst du machen? Hast du den Energieball drauf? Wirst du jetzt auf den Flug gehen? Wirst du auf den Irrlicht gehen? Was wirst du machen? Was wirst du machen? Komm, überall sag mal, sag es mir mal bitte. Ich weiß auch nicht, was ich reinwechseln soll direkt jetzt. Das ist mein nächstes Problem. Nein, das, aber ein Cormine wird da auch nicht. Der wird hier kein Cormine Set drauf spielen. Also nicht nochmal. Ich brauche es. Ich gehe Night jetzt. Ich gehe Night jetzt, dann bin ich safe. Kann ich den Aurora-Steil rauslegen, bin ich safe. Ich gehe in meine Zoe. Freunde, wir gehen in die Zoe. In die Zoe rein. Komm. Zoe, bitte sag, was du kannst. Oh, ich bin immer noch nervös. Bizarrum. Oh Gott. Nein. Bitte. Come on. Ehrlich. Ich hasse dich. Warum? Nein. Bizarro-Raum. Das ist überhaupt nicht gut, weil ich denke, er wird... Ja, er spielt hier ein Bulky-Set drauf. Er will sich jetzt hochboosten. Er spielt das Flug-Set wahrscheinlich im schlimmsten Fall. Erstmal einen Rohrerschleier lege ich raus. Spukball kommt, denke ich. Safe. Tanken wir, safe. Gut, Aurora-Schleier ist raus. Fuck! Das ist nicht gerade im Ernst passiert, oder? Ey, das ist nicht im Ernst gerade passiert. Ich bin so dumm. Das ist nicht gerade passiert. Das ist richtig kacke für mich jetzt. Also für mich jetzt richtig kacke. Bitte, bitte geh jetzt auf irgendwie einen Boost-Move oder sowas. Oder bitte, bitte tank das einfach mega bulky. Sei mega bulky jetzt, Bisaflor, bitte. Abschlag, oh yes. Okay, Abschlag, Spukball. Spukball. Abschlag. Auf die Edelsamen, weil ich denke mir, was soll er machen? Er wird jetzt eh einen Spukball drücken. Ich kann mich wieder ein bisschen hochheilen mit den Edelsamen. Ich weiß nicht, wie viel das macht. Es macht so viel, dass es nicht ausreicht. Es muss connect. Es connectet nicht. Okay, fuck. Wie viel hatte ich gerade? Er dürfte nicht ausreichen. Außer er quittet oder sowas. Dann reicht er safe aus. Wie lange ist noch sein Bizarro-Raum? Ein Turn. Soll ich den noch aus? Ich brauche Lissop gegen Kaporiki, dass ich da immer safe reinswitchen kann. Sonst kann er mit Kaporiki durch mein halbes Team gehen. Victini würde auf jeden Fall noch einen Move tanken. Von daher ist das nicht schlimm. Victini würde auf jeden Fall noch einen Move tanken. Safe. Von Kaporiki. Das heißt, ich könnte es dann auch, wenn, weil es jetzt ja schon angedamaged ist, rausnehmen. X-Bad kann ich immer noch mit Empoleon handeln. Das ist also kein Problem. Das heißt, ich kann drin bleiben und wirklich auf die Synthese klicken und hoffen, dass es überlebt. Bitte tanke es. Bitte tanke es, Lissop. Bitte.
Bitte, 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 bitte. Yes! Danke dafür, Lissab. Du bist toll. Du bist einfach love. Du bist... Ich liebe dich. Danke dafür. 8 KP. Knappe Sache. So, Bizarrum ist vorbei. Direkte. So. Gehen, Alola Volona. Lass jetzt nochmal eben schnell mein Hagel rausbringen. Und dann, ist das eigentlich auch... Ja, dann kann ich mein Alola Aurora Schleier rausbringen und fertig. Vielleicht macht er jetzt direkt wieder Bizarro-Raum. Könnte man machen. Ist okay. Aber wir kommen nicht so zum Abschluss. Also wir sind jetzt schon seit 35 Minuten am Kämpfen. Also so lange müssen wir eigentlich mal uns beeilen. Ob man... Come on. Okay. Wir tanken es noch. Wir werden vom Hage... Es wird vom Hage getroffen. Schöne Sache. Es kriegt über das Recover. Von daher egal. Ich gehe jetzt auf den Rohrschleier. Lass Volona hier an dieser Stelle nochmal sterben. Das ist okay. Gehe dann in meinen Slymog. Drücke auf den Abschlag. Ja, das klingt nach dem Plan. Und dann sollte Slymog erstmal mit dem Abschlag die Überreste weghauen. Und dann schauen wir weiter, was wir dann machen. Irgendwie ganzer Gift-Heap-Spam oder sowas. Klingt nach dem Plan. Problem ist, eigentlich muss ich so hoch wie möglich gewinnen, aber ich muss es jetzt sacken, weil es klug ist. Weil, ja. Erstmal Schleier rausbringen. So, perfekt. Schön, ist draußen. Was macht der? Abschlag? Nee, Spukball, ist safe geblieben. Gut, wir sind damit raus. Oder tanken wir noch? Nee. Das, also, wenn wir das getankt hätten, Zoe, dann hätte ich dich dafür gedrückt, geliebt, geknuddelt, wie auch immer. Aber so ist auch gut. So, jetzt gehe ich einfach in mein Slammer rein. Drücke Abschlag und go. Ja. Ja. Fertig. Slammer soll da den Rest machen, weil er kann mir nicht viel machen mit Spukball. Viel Damage macht das nicht. Ja. Warum nicht? Und im besten Falle kann ich auch noch vergiften mit Giftgriff. Das wäre mega sick, was mega assig wäre auch wieder an dieser Stelle. Ja, aber ich gehe jetzt einfach wieder auf Abschlag. Vielleicht geht er jetzt auch ein Crobat. Ganz ehrlich, könnte er auch machen. Aber... Ja. Wieso? Wieso sollte er jetzt in Crobat gehen? Im schlimmsten Falle wird Crobat mit den Tarnsteinen den Abschlag vielleicht sogar noch dran sterben. Also das wäre nicht so ein cooler Play von ihm. Aber gut, ist ja seine Entscheidung. Also die Möglichkeiten hätte er. Glaube ich aber nicht, dass die passieren. Okay, komm schon. Bitte, 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 bitte. Mach das jetzt. Bleib drinne. Drück einen Spukball. Und ich kriege meinen Abschlag raus. Den Sturzflug tanke ich. Den Donnerblitz tanke ich, weil meine Rohrschleier draußen ist. Und das heißt, ich kann alle irgendwas safe rausnehmen im nächsten Turn, wenn du jetzt rauswechseln solltest. Paparicki würde ich auf jeden Fall rausnehmen. Er muss... komm schon, Spooky. Bitte. Bitte, Spooky. Komm schon, Magellan. Junge. Sein Biest. Zerstöre, Alter. Wie ein Impeldown. Komm schon. Komm schon, please. Bring irgendwas jetzt um. Bin froh, dass Alola Volona einen Kill gemacht hat. Da bin ich froh drüber. Auch wenn es ein Crit war. Auch, ich weiß nicht, ob der gemeldet hat. Wie gesagt, schreib mir mal, wenn du das hörst oder liest oder siehst, wie auch immer. würde ich gerne wissen, ob das, ja, ob du in dem Turn wirklich auch nochmal auf den Command gegangen bist oder auf eine Erholung. Wäre nicht schlimm gewesen. Wie gesagt, ich hätte noch einen Slimer draußen gehabt und sowas. Also, okay, er wechselt raus. Er geht in Crobat. Er geht safe in Crobat. Hat nachgekackt, ob er es tankt. Ja. Bleibt dann natürlich drin und denkst so, yo, why not? Ich denke, dass er wahrscheinlich ist okay. Ich gehe auf den Abschlag. Das Geile ist nämlich, er weiß nicht, dass ich hier die Steinkante drauf habe. Das weiß er nicht. Das heißt, er wird jetzt für den Ruheort gehen wollen. Und wird denken, ja, wieso nicht? Ich gehe jetzt einfach mal für den Ruheort, heil mich wieder hoch. Ich bin ja schneller. So die Devise, ne? Ist ja immer so die Devise. Und dann werde ich einfach auf eine Steinkante gehen. Richtig assig, aber... Und dann gehen wir nochmal auf Crobat, gucken, wie viel Damage das macht. Offensives Crobat. Wie gesagt, ich denke, es ist ein offensives Crobat. Mit Taunt vielleicht oder so noch. Aber wir haben dieser Aurora-Schleier draußen, von daher ist mir das egal. Meins ist draußen. Items abgeschlagen. Aber wie gesagt, die Steinkette, der kommt, die muss ausreichen. Ich habe das ja nachgekalkt. Reicht gut. Die macht guten Damage. Er geht auf den Ruheort, nice. Bleibt drinne, gehe auf eine Steinkante und ich hoffe, die reicht jetzt, um hier ihn rauszunehmen. Oder beziehungsweise ich hoffe, ich treffe jetzt überhaupt. Ansonsten wäre das ein echt ein dummer Move. Und ich treffe, nice, schön.
Gut, er kriegt wieder Hagel-Damage. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einfach so auf den Gift-Tip gehen soll. Das müsste eigentlich mehr machen mit Step, aber ist halt... Ja... Ist halt ein Gift-Tip. Mann, ey, come on, ey, ohne Witz, lass es doch einfach bitte sterben, okay? Please? Wieso nicht? Wenn ich mit der Steinkante einmal quitte, ist das Ding sowieso weg. Lass es einfach sterben. Er geht wieder auf den Ruheort, okay? Wieso? Ja, mach mal, danke dafür. Danke, 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 danke. Ich könnte jetzt richtig, ja, ich überlege gerade, ich könnte jetzt drin bleiben, gehe wieder auf den Siedewasser, er wird in Echnatoll gehen und dann bleibe ich auch mit Empoleon drin und drücke den Brüller, weil ich denke, er wird versuchen, Bizarro wieder rauszulegen und dann könnte ich rein theoretisch mir den zum Vorteil nutzen und bin danach mit Empoleon mit allen Mons schneller, also gegen alle seine Mons schneller. Ja, das ist ein richtig guter Play. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er, ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay, er geht auf die Kehrtwende, wird jetzt wie gesagt in Echnatoll gehen. Echnatoll wird ein Siedewasser von mir kriegen. Nice, schön. Oder er geht vielleicht in Kaboriki. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Spooky kommt rein. Hi Spooky. Kriegt Tarnstein-Damage. Wie viel mache ich mit Siedewasser? Wie viel mache ich jetzt mit Siedewasser? Macht das irgendwie so 40%? Das wäre richtig sick. Oh lol, das macht richtig... Oh lol. Och man, oh come on, ey, ohne Witz. Nee, das ist nee. Aurora-Schleier ist draußen, ich bleib drinne. Jetzt bleibe ich, jetzt ist für mich gegessen. Jetzt kann ich drin bleiben. Ja. Jetzt ist, ja, Siedewasser, Siedewasser, Siedewasser. Jetzt ist eh egal. Ja. Er wird, ja, Bizarro rumlegen wollen. Ich hätte es machen sollen. Ich gehe jetzt aber trotzdem einfach mal auf den Brüller. Weil er wird jetzt, wie gesagt, wirklich nochmal den Spukball drücken. Ich habe den Aurora-Schleier noch draußen, von daher war nicht so schlimm. Kann Echnatoll nochmal rausschmeißen und wenn Echnatoll dann eh nochmal wieder reinkommt, ist es vorbei. Aber ich benutze jetzt einfach mal den Bizarrum, den er mir gelegt hat. Den nutze ich jetzt mal zu meinem Vorteil. Sage dafür danke, Tom. Drück den Brüller. Ja, lass Kaporiki reinkommen oder X-Bad. Bin schneller mit Empoleon und nimm die dann mit dem Siedewasser raus. Ja, Head Parrot macht hier den nächsten Kill, würde ich sagen, gleich dann. Hätte direkt auf den Turn gehen sollen, aber dann hätte ich nicht Spooky so weit angedamaged. Also von daher ist es okay. Ist es okay, kann ich mir leben. Er geht auf den Abdanksbund. Als ob ich darauf reinfalle. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass du da auf Abgangsbund spielst. Und der Brüller kommt mir da sehr gelegen. Ciao. Und da kommt der X-Bad wieder rein. Ich bin schneller. Ja, wir wissen, Bizarrum ist draußen. Ich habe da echt mit gerechnet, dass sowas kommt vielleicht. Oder auch halt, um andere Mons rauszubrüllen, die halt schneller sind, beziehungsweise sich boosten wollen. Ja, und jetzt kann ich mir das alles zum Vorteil nutzen. Richtig krass gerade, Freunde. Ich würde mal sagen, das sind nice Plays von mir gewesen bis jetzt. Ja, nice. So schlecht habe ich gar nicht gespielt. Das könnte ein 4-0 werden jetzt. Empoleon wird auf jeden Fall jetzt einen Kill machen. Ich bin schneller. Er kann in nichts rauswechseln. Bizarrum ist noch 3 Turns draußen. Er kann nur in Echnatoll gehen. Wenn er in Echnatoll geht, wird Echnatoll sterben. Und jetzt muss er X-Bad sterben lassen. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Egal. Ja, es ist trotzdem egal. Nice. Jetzt reicht es zumindest. Holy shit. Krasse Plays. Richtig krasse Plays, Alter. Gut, dass ich da den Brüller noch mit draufgepackt habe, ey. Ich habe da so, hab echt gerechnet, Abgangsbund, irgendwie sowas wird kommen. Deswegen wollte ich echt noch toll vergiften. Mit Giftgriff oder sowas. Irgendwie oder mit Esam kaputzdown, weil dann hätte es nicht getriggert. Ja, mega, mega sick auf jeden Fall. So, er kann nur in Echnatoll gehen. Er kann nur. Wenn er jetzt in Kaporiki geht, dann hat er seinen Bizarro-Raum vergessen. Also den Turn auf jeden Fall. Wenn er jetzt denkt, er kann in Kaporiki gehen. Er muss in Echnatoll gehen. Er kann in nichts anderes mehr gehen. Er kann nur in Echnatoll. Und wenn er bitte klick jetzt einfach auf Kaporiki. Denk da nicht dran, dass du Bizarro-Raum draußen hast. Oh yes! Nice, danke dafür. So, Tarnstein-Damage kommt. Schöne Sache. Schöne Sache. Schöne Sache. Danke dafür. So, wie lange haben wir dem Zarum noch? 2 Turns, perfekt. Ich gehe jetzt hier wieder auf den Siedewasser. Ja, perfekt. Kaporiki ist raus. Empoleon holt noch einen Kill dazu. Schöne Sache. Und dann haben wir nur noch
echt noch toll vor uns. Und damit ist es ein dickes GG hier für unseren Hard Pirate für Empoleon. Alter, mega, mega krass auf jeden Fall. Hat er einfach Bizarro zum Schluss nochmal vergessen. Ja, GG hier an Tom. Oh, bin ganz gut. Oh, jetzt bin ich mehr so nervös. Okay, er ist auf jeden Fall schneller. Das heißt, er wird vielleicht noch einen Abgangsbund nehmen, damit er noch einen Mon mitnimmt. Will ich natürlich nicht. Ne? Das ist ja meine Devise. Ich will ja so hoch wie möglich gewinnen. Deswegen gehe ich hier raus, gehe in meinen Bisaflor und setze dann die Edelsam drauf, weil dann kann er mich nicht töten. Oder ich setze im nächsten Turn Dings ein. Also ich will halt jetzt so hoch wie möglich gewinnen. Ich bleibe jetzt bei dem 4-0. Das möchte ich jetzt auch gerne halten, deswegen. Sorry dafür auf jeden Fall an Tom, aber ich muss es machen. Die Differenz ist wichtig für mich. Sehr wichtig. Deswegen kommen wir dann so wieder ein bisschen raus. Ja, hier auf die Edelsamen. Perfekt. Und dann kann er sich auch nicht mehr gegenheilen. Bizarrum ist eh vorbei. Edelsamen treffen. Schön. Er kann nur auf den Spukball gehen. Den tanken wir. Und dann ist vorbei. Er geht auch mit Zauberraum. Okay, nice. Dann ist er jetzt schon raus. Okay, GG. Hier an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Weil ich denke, obwohl, der reicht das noch? Ja, das reicht noch. Burn, ja doch. Ein Turn hält er noch aus. Gehe ich einfach auf eine Synthese, also. Oder reicht das? Reicht das? Reicht das? Nee, das reicht nicht, oder? Ich weiß es nicht, ob die Verbrennung ausreicht, um es rauszunehmen. Das reicht nicht. Irgendwie so 1, 2 KP, 5 KP. Ja doch, es reicht nicht. War zu erwarten. Wir gehen auf die Synthese, heilen uns wieder voll. Und dann schiebt er am nächsten Turn am kompletten Dings. Hui, okay. Tom, viel Spaß beim Poco no Pico gucken. Ich warte auf das Reaction-Video. Oh, tut mir auf jeden Fall leid für den Crit auf Suicune. Tut mir mega leid dafür. Also mega, mega, mega leid. Und natürlich, dass ich jetzt mit Siedewasser direkt Gyarados geburnt habe, wie du reingekommen bist. Das tut mir auch leid, aber ja, das ist halt Glückssache. Ja, GG hier an Spooky. Damit holt Lissop zumindest noch einen Kill ab. Das ist super für die Liste zumindest. Und damit haben wir 4-0 gegen die Fireworks gewonnen und haben erstmal uns ein paar Punkte gesichert im zweiten Spieltag. Also, Respekt dafür. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dickes GG geht hier, wie gesagt, an Tom raus. Schaut auf jeden Fall vorbei. Link in der Videobeschreibung von seinem Team und auch sieht oder guckt euch auch mal den Kampf aus seiner Seite an. Ist auf jeden Fall ein nices Battle gewesen. Ich hoffe, ich lasse es jetzt einfach unkommentiert. Sind zwar wirklich knapp 50 Minuten, aber ich hoffe, euch gefällt das. Ihr wolltet ja ein Live-Commentary haben. Und dann bleibt es auch mega spannend bis zum Schluss. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, bewertet den Part. Wir sehen uns dann im nächsten Spieltag wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mir mal einen Kommentar, wie ihr das Team fandet, wie das ihr gemacht habt und wie ihr das fandet. Auf jeden Fall. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.